Und ich freue mich, dass Jens Korsen hier ist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Wenn Sie so auf Ihre Erfahrungen und die vielen, vielen tausend Gespräche, die Sie geführt haben, zurückblicken, gibt es da so ein bestimmtes Muster, etwas, das die Menschen immer wieder von Ihnen wissen wollen oder was Sie beschäftigt? Ja, das ist mir früher vielleicht nicht so ganz klar geworden, aber mit der Zeit hat sich das doch gezeigt, dass Menschen, die zu mir kommen, natürlich unzufrieden sind. Es kommt ja keiner zu mir und sagt, ich möchte immer sagen, wie glücklich ich bin. Ja. Es kommen immer Leute, denen was fehlt. Ne? Und da ist es schon häufig so, dass Leute enttäuscht sind, dass nicht das so läuft, wie sie es vorgestellt haben. Im beruflichen Bereich, Intrigen, keine Beförderung, ausgestellt, ungerechterweise. Ne? Also man beklagt sich letztendlich schon über das Leben, über das Schicksal, über die Partner und erstaunlicherweise auch viel über sich. Mei, bin ich blöd und so, ich bin so blöd. Ja? Also das schmerzt mich dann immer so, dass Leute so schlecht über sich reden. Aber letztendlich, gut, wenn ich es etwas übertreibe, könnte man sagen, zu mir kommen Kinder oder vielleicht besser Leute aus der Kinderwelt und verlangen von mir oder von den Eltern oder vom Leben Gerechtigkeit, ja, das ist relativ naiv. Es muss doch gerecht zugehen, das darf doch nicht so sein. Ja, Herr Korsen, wie finden Sie denn, das ist doch wirklich das Letzte. Also man beschwert sich bei mir und man beschwert sich damit natürlich auch vom Wort her. Und das ist, ich habe es ja nun 30 Jahre gemacht, ja, jeden Tag 8 Leute. Und es war mir auch hinterher ein bisschen zu, ja, auch fast schon zu langweilig. Nicht? Ja. Weil es war immer dasselbe Thema, da macht nicht einer das, was ich will oder das Leben ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist das, woran immer wieder. Ja, natürlich habe ich Mitleid mit den Leuten, aber es ist keine große Herausforderung mehr für mich. Ja. Damit es auch heute eine Herausforderung bleibt und Abwechslung da ist, sprechen wir mit Ihnen und mit Ihnen natürlich auch über einen neuen Online-Kurs. Es gibt einen neuen Videokurs mit Ihnen, der heißt auch, wie Beziehungen gelingen. Und wir freuen uns, wenn Sie nicht nur dazu, sondern generell Fragen an Jens Korsen stellen. Schreiben Sie uns einfach. Wir versuchen, so viele wie möglich in die Sendung mit reinzunehmen, ins Webinar. Kurz nochmal zu diesem Online-Kurs. Es gibt verschiedene Varianten davon, einen Basiskurs, einen Begleiterkurs, einen begleitenden und einen Premium-Kurs. Das heißt, die Unterschiede liegen dann darin, dass Sie beim einen per Mail und beim anderen sogar persönlich in einem Forum vermutlich dann aktiv Fragen beantworten. Das überlasse ich dann der Regie. Ja. Die sagen mir dann, setz dich hin und mach das, was wir von dir fordern. Ich kann also den Kurs jetzt nicht so genau beschreiben, aber ich weiß, dass es ein Kurs ist über Lebenshilfe. Mhm. Und wenn man den belegt, das merke ich ja auch auf den E-Mails, die man mir schreibt, dann sagen die Leute, das hat mir was gebracht. Exklusiv für all diejenigen, die uns jetzt gerade zugucken, gibt es auch noch einen Rabatt auf sinnsucher.de und zwar von 20% für alle Kurse mit Jens Korsen. Der Code dafür ist Beziehungen20, einfach in einem Wort durchgeschrieben, Beziehungen20 auf sinnsucher.de. Herr Korsen, der Selbstentwickler, das ist so Ihr Markenzeichen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn wir heute in diesem Webinar überwiegend über Beziehungen sprechen, aber es geht schon dabei auch um Selbstentwickeln, oder? Ja, das ist etwas kompliziert, weil man möchte natürlich das Glück eher über eine Beziehung zum anderen kriegen. Ja? Also meistens, wenn man verliebt ist oder wenn man dann verheiratet ist, dann hat man das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich nicht mehr alleine und jetzt erlöst mich mein Partner vom Übel, jetzt geht es mir gut. Und deshalb gibt es dann häufig so einen Frust, ne, in der Ehe, weil man merkt, der Partner kann mich nicht erlösen. Also ich glaube nicht, dass uns auf Dauer ein Mensch erlösen kann vom Übel. Ja. Und natürlich habe ich auch damals als Therapeut sehr viel Eheberatung gemacht, Beziehungsberatung. Aber wir sind dann immer wieder auf den Punkt gekommen, wenn du immer nur wartest, warten auf Godot, gibt es so ein Theaterstück. Ja? Also immer warten, dass der andere doch endlich mal, dass er sich doch mal ändert, dass doch die Frau doch so ähnlich sein sollte wie die Mutter oder
dass der Mann doch nicht immer nur so viel arbeiten sollte. Und endlich, wann versprich mir doch und sei doch anders. Und dieses Warten hat natürlich viel was mit Ohnmacht zu tun. Und Ohnmachtsgefühle, die verstimmen einen natürlich und die machen einen auch ja, kindisch, ne? Weil man ja nicht sein Schicksal sozusagen in die Hand nimmt, erwachsen, sondern wartet. Und ich glaube, warten aufs Glück, warten auf Liebe, warten, dass mich endlich einer versteht. Ich habe jetzt eine Klientin, gut, ich brate an sich gar nicht mehr privat, von früher, die ich getroffen habe, und die hat mir dann wieder erzählt, dass es doch wirklich unmöglich sei, dass ihre Mutter sie nicht versteht. Und da habe ich dann beim Kaffee, habe ich der dann einen Satz diktiert, den sie auf den Bierdeckel geschrieben hat. Und der hieß, meine Mutter hat mich so geliebt, wie sie konnte, Punkt. Mehr war nicht drin, Punkt. Sie muss, unterstrichen, mich nicht verstehen. Ja? Und es ist erstaunlich, wie viele Leute immer wieder, trotz großer Enttäuschung, immer wieder meinen, mein Partner muss mich doch verstehen. Nein, der muss nur sterben. Wir müssen uns überhaupt nichts. Und das ist so eine Bockigkeit. Mhm. Dass man sagt, wenn mich schon keiner versteht, dann muss mich doch meine Mutter verstehen. Aber wenn man mal das Schicksal der Mutter anschaut, mein Gott, hat das Kind so früh bekommen, war selber noch ein großes Mädchen. Die hat einfach keine Chance gehabt. Die hat sich um sich gesorgt. Und es gibt sehr viele Mütter, die ihre Kinder nicht wirklich verstehen, weil sie selber so viel Sorgen haben. Und dann sind wir beim Selbstentwickler. Mhm. Warte nicht darauf, dass dich irgendeiner rettet oder dich glücklich macht, sondern fang bei dir an, mach dir klar, was ist das Wichtige von mir, was ist dein unveräußerlicher Wert, was bist du, was macht dich aus, für was stehst du, vielleicht hast du sogar einen Sinn. Und in dem Augenblick, wo sich einer mächtiger macht, ist er auch in der Beziehung besser. Ich glaube, das Ohnmächtige, Partner nicht gut in Beziehungen sind, weil sie ja immer gerettet werden wollen. Um da rauszukommen aus dieser Haltung, haben Sie ja schon die 4 Werkzeuge für ein freudvolles Leben beschrieben, schon oft beschrieben, auch in Ihrem Buch Das Korsenprinzip bei Arcana erschienen. Und ich nenne vielleicht diese 4 Begriffe einfach nochmal, damit diejenigen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, das mitkommen. Also Selbstbewusstheit, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Selbstüberwindung. Ja. Das heißt also, dieser Prozess, das ist auch diese Selbstentwicklung, oder? Ja, also die Entwicklung hört nicht auf. Also nicht, dass man meint, wenn man jetzt mal diese 4 Werkzeuge kapiert hat, dass man sich entwickelt hat, sondern das sind Werkzeuge, die einen im Prozess halten. Ich will es mal ganz kurz erklären. Also Selbstbewusstheit heißt, dass ich der Zeuge meines Denkens werde. Ja, dass ich mir bewusst werde, wie denke ich eigentlich? Oder wie rede ich mit meinem Kind? Oder wie nehme ich Stellung zum Leben, dass alles fließt, dass alles kommt und geht. Also die Selbstbewusstheit geht primär darum, wie nehme ich Stellung zu dem, was ist. Mhm. Ja? Wer sich seiner selber nicht bewusst ist, wer nicht weiß, dass er immer wieder irgendwelche Gedanken, Rollen hat, die in seinem Gehirn abrollen, der kann nicht aussteigen. Also die Bewusstheit ist die Voraussetzung für Veränderung. Also ich habe meine Frau kennengelernt, die hat 4 Freunde hintereinander, waren Alkoholiker. Und dann sagt sie, Mai, habe ich ein Pech, dass ich immer Alkoholkranke kennenlerne. Nein, das war ihr Muster. Mhm. Sie hatte so eine Krankenschwester-Mentalität, nicht? Und hat auch dann über dem anderen helfen Macht bekommen, hat das mit Liebe verwechselt. Mhm. Ja, und war dann immer wieder enttäuscht, dass die Alkoholkranken eben auch ihretwegen nicht das Trinken aufgegeben haben. Und da muss man wirklich sich mal beobachten, wenn wir immer wieder dieselben Partner begegnen. Ja, dann hat das was mit mir zu tun, dass ich irgendeinen Resonanzboden habe. Und deshalb ist es gut, sich zu entwickeln, also seinen gedanklichen Beitrag zu entwickeln. Das Zweite ist die Selbstverantwortung, dass man, was erstaunlich häufig vorkommt, dass Leute nicht die Verantwortung für ihre Gestimmtheit übernehmen. Die sagen, du bist schuld, du hast mich traurig gemacht. Und das stimmt nicht. Es macht uns keiner wirklich traurig. Sondern die Vorstellung, die wir haben, wie er zu sein hat, also unsere Erwartung, mit der machen wir uns traurig. Was sehr wichtig ist für eine gelingende Beziehung, dass wir den anderen entlassen daraus, dass er verantwortlich ist für unsere Verstimmtheit. Natürlich löst sein Verhalten in uns was aus,
Aber letztendlich ist es unsere Stellungnahme, die uns dann in eine Verstimmtheit bringt. Also wir sind verantwortlich für das, was wir fühlen, was wir denken und auch verantwortlich, dass wir dort, wo wir sind, im Augenblick sein wollen. Das ist sehr interessant, dass viele Menschen diese Verantwortung nicht übernehmen wollen und sagen, ich will hier gar nicht sein. Das eine geht auch weg und dann stellt sich heraus, dass alles andere noch schlimmer wäre. Also auch für Beziehungen ist das ganz wichtig, auch wenn man vielleicht mit dem Partner nicht mehr so eine gute Beziehung hat, dass man sich immer morgens klar macht, gefällt mir nicht alles so, könnte besser sein und ich will also bei ihr oder bei ihm sein, weil im Augenblick gibt es nichts Besseres. Also etwas brutal ausgesprochen könnte man sagen, er oder sie sind immer noch das geringere Übel. Ja. Aber in dem Augenblick, wo man die Verantwortung übernimmt, dass man dort, wo man ist, unterm Strich sein will, ist man entspannter und ist nicht so verstimmt. Und das Selbstvertrauen ist das dritte Instrument. Da geht es um die Visionstechnik, dass man abends sich vorstellt, wie schaut es denn aus, wenn es fertig ist. Viele Menschen in einer auch nicht so guten Partnerschaft können sich gar nicht mehr vorstellen, wie schön es mal sein kann. Und man kann sich ruhig beim Einschlafen die Augen zumachen und mal ein bisschen träumen, wie stelle ich mir denn mein Leben vor? Und wenn man das jeden Abend sich damit färbt, mit diesen Gedanken, dann kann man sich schneller für etwas anderes entscheiden. Und das vierte Werkzeug ist die Selbstüberwindung. Und das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Da ist so die Unterschrift Schmerz ja sofort. Sehr viele Scheidungen hätten vermieden werden können, wenn man früh genug mal seinen Partner konfrontiert hätte und gesagt hätte, du, ich mag dich, will mich auch nicht von dir trennen, nur das und das ist für mich unangenehm, das stört mich. Also sehr aufpassen, keine Du-Aussagen, also nicht du Psychopath oder du Egoist, sondern immer bei sich bleiben. Ich habe es mir anders vorgestellt, es ist mir unangenehm. Und dieses Schmerz ja sofort heißt, in den kleinen Schmerz rein, mal auch mal Tränen zu provozieren oder auch mal Enttäuschung, aber lieber den kleinen Schmerz als den großen Schmerz erleiden. Der große Schmerz wäre dann die Scheidung. Mhm. Und viele Scheidungen hätte man vermeiden können, wenn man früh genug, wenn man mutig genug gewesen wäre, mal was anzusprechen. Also das sind die vier Werkzeuge, die natürlich für Selbstentwicklung gut sind, aber auch für gelingende Beziehungen. Genau, das ist in Ihrem Online-Kurs auch so, dass Sie dann, was Sie gerade erwähnt haben, Ihr Motto Schmerz ja sofort, dass das dann auch nochmal später in einem der Module auftaucht. Und ich finde das schon auch sehr wichtig, genau, dass uns klar wird, dieses Aufschieben bringt nichts. Wir wissen es alle vom Zahnarzt, dieses Beispiel bringen Sie ja auch oft. Das heißt also, ja, wie Sie sagen, rein in den Schmerz, es nützt nichts, oder? Es ist das Beste, gerade wenn man den Zahnarzt hasst, ach Gott, dann ist es gerade wichtig, einmal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen. Das tut natürlich weh, aber es ist der kleinere Schmerz. Wenn ich 4 Jahre nicht gehe, dann ist eine Eiterbeule da, das und das, müssen 2 Zähne raus. Und dann ist der Schmerz viel größer. Also es ist immer gut, sich den kleinen Schmerz zu erwählen, als den großen Schmerz zu erleiden. Und das gilt natürlich für alle Formen von Beziehungen. Wir sprechen ja in diesem Webinar über, wie Beziehungen gelingen. Aber Sie meinen sicherlich nicht nur die schon von Ihnen angesprochenen Paarbeziehungen oder Eltern-Kind-Beziehungen, sondern vermutlich auch Chef, Mitarbeiter, Kollegen. Selbstverständlich, ja. Also es geht darum, dass man sich bezieht. Nicht? Also Das macht man sich gar nicht so klar. Das Wort heißt ja Beziehung. Nicht? Also, dass man den anderen sieht. Ja, also, es gibt ganz viele Menschen, die ihre Partner oder ihre Mitarbeiter, ihre Kinder nicht wirklich sehen. Also in ihrem einzigartigen Thema. Sie beziehen sich immer nur auf ihre Vorstellung. Mhm. Das ist ja, also das ist schon ganz interessant, das Wort Vorstellung. Ich stelle meine Vorstellung vor die Realität, darum heißt es Vorstellung. Nicht? Und es gibt ja dieses schöne Wort, du sollst ja kein Bildnis machen. Nicht? Und die meisten Eltern, wenn sie nicht aufpassen, haben eine Vorstellung, wie ihre Tochter, wie ihr Sohn zu sein hat und sehen aber nicht die Einzigartigkeit des Kindes. Sie beziehen sich nicht auf das Wesentliche beim Kind. Also wenn das Kind zum Beispiel künstlerisch begabt ist, schöpferisch, aber nicht so Macher ist und auch nicht so
wild ist und auch sich nicht immer durchsetzen kann, dann muss ich den nicht unbedingt in einen Boxclub schicken und Yoga lernen. Nicht Yoga, sondern Karate. Sondern da wäre es wichtig, darauf loszulassen davon, der muss mal meine Firma übernehmen, der muss ein Macher sein, sondern ich glaube, man ist verpflichtet als Eltern dem Kind gegenüber, dass das Kind keine Angst vorm Leben hat und dass es Freunde hat und dass es Freude hat an seinen Talenten. Aber das ist nicht so einfach. Aber wenn man sich das bewusst macht und sich wirklich bezieht auf den anderen, dann gelingt auch eine Eltern-Kind-Beziehung. Und wie Sie ja schon mal erwähnt haben heute, dass man sich von den Erwartungen einfach lösen muss, dass eben nie, in der Regel nie das genau eintreffen wird, was wir uns gerne wünschen. Ja, das ist eine Krux. Ich glaube, man lebt den ganzen Tag über, man könnte sich ja mal so einen Drücker besorgen und immer mal drauf drücken, wenn das Leben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt die Straßenbahn nicht, dann verliere ich was, dann vergesse ich was, dann ruft mich einer nicht an. Ich glaube, es ist mehr die Regel, dass die Dinge nicht eintreffen, die ich mir vorgestellt habe. Man müsste sich eher umkehren und sagen, ich freue mich, wenn mal irgendwas so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das führt mich aber zu meinem Hauptthema der Verstimmung. Ein Mensch, der verstimmt ist, also der permanent in der Verstimmung ist, der immer meckert, der klagt, das blöde Leben, die Idioten, der Nachbar, mein Gott, so ein Volltrottel, ich bin blöd, der Stau ist blöd, alles ist blöd oder auch noch Scheiße, ja, das ist auch ein Lieblingswort. Ich glaube, das Wichtige für gelingende Beziehung ist es, dass man eine Ebene nach oben geht und sich mal beobachtet, ob es einem denn gelingt, eine gute Beziehung zum Leben aufzubauen. Wenn Sie das nicht schaffen, wenn Sie permanent blöder Stau sagen, wenn Sie permanent sagen, das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist so komisch, dass Leute wirklich zu mir kommen und sagen, Herr Kossen, das gibt's nicht. Die haben mich ausgestellt, die haben mich rausgeschmissen. Und dann steht aber da, Sie sollen nicht mehr kommen. Sag ich, das steht doch hier, das gibt es doch. Mhm. Und Leute machen sich fertig, weil sie immer gegen das Fließen sind, gegen das Stirb und Werde, was der Goethe mal so schön gesagt hat, wenn du das nicht hast, das Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und wenn das Menschen bereit wird, etwas philosophischer das Leben anzuschauen und einfach demütig dem Leben gegenüber sind und sagen, mei, das gehört eben zum Leben dazu, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich natürlich auch eine bessere Beziehung führen, weil ich ja nicht in der Verstimmung bin und permanent mecker über den blöden Stau. Und also wenn jetzt hier unsere Teilnehmer sich nur eine Sache merken könnten, dass sie sich vornehmen, nicht mehr zu klagen. Ja? Und das gibt eine ganz kleine Übung, aber immer wenn ich klage, blöder Stau, was ist denn das für eine Tussi oder mei, bin ich doof, dann macht man nur ganz kurz so gibt es einen kleinen Klaps, hallo, ich habe gemerkt, dass ich mir jetzt schade, weil immer wenn ich klage, gibt es Stresshormone, das hat man festgestellt, jedes dagegen sein. Das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, blöder Stau, erzeugt Stresshormone. Und wenn ich permanent Stresshormone habe, bin ich immer in Hab-Acht-Stellung, raufen, laufen. Und wie soll ich eine Beziehung führen, wenn ich permanent mich verfolgt fühle von Gemeinheiten und Unverschämtheiten? Und dann soll der andere mich in den Arm nehmen, aber der ist ja genauso verstimmt. Mein Gott, also deshalb, wenn man eine gelingende Beziehung haben will, müsste man sich mit dem Stirb und Werde, mit dem alles fließt befassen und müsste sich entscheiden, das Leben zu lieben. Und da sagen Leute immer, Herr Kossen, ich kann doch das Leben nicht lieben, gucken Sie sich mal an, die Tagesschau, das ist doch Wahnsinn. Sag ich, nein, ich meine doch nicht, was die Menschen daraus machen, aber man kann sich doch entscheiden, den Frühling zu lieben und den Sommer und den Winter, das ist doch schön, dass nicht alles immer gleich ist, nicht so langweilig ist und dann kann man mal die Pflanzen angucken und die Tiere und was es alles gibt und die Wolken. Also das Leben an sich ist doch nicht so schlimm. Ist das, was wir Menschen daraus machen. Also die erste Entscheidung für eine gelingende Beziehung ist, dass ich mich ganz bewusst in eine Haltung bringe und am besten es aufschreibe und sage, ich liebe das Leben. Auch wenn mir vieles nicht gefällt, aber ich bin fürs Leben. Aber was meinen Sie, wie viele Leute gegen das Leben sind? Hören Sie doch mal zu, das gibt's doch nicht. Ja, ja. Und das Zweite ist, dass man dann sich entscheidet, sich selbst zu lieben. Es gibt Menschen, die immer enttäuscht sind in Liebesbeziehungen, weil sie sich nicht entschieden haben, sich zu lieben.
dann sagt einer, ja, aber ich, Herr Kosten, ich bin wirklich blöd. Ich mache nur Mist. Also wie kann man, ich kann mich doch nicht lieben. Ich habe sogar im Gefängnis gesessen. Also ich bin eine Flasche, ich bin ein Krimineller. Sag ich, nein, Sie haben sich ungünstig verhalten für die Gesetze. Aber wenn Sie sich nicht entscheiden, sich zu lieben, das ist eine meiner Lieblingserkenntnisse, dass Liebe eine Geisteshaltung ist und kein Gefühl. Ja, also wenn ich mich entscheide, auch wenn ich mich ungünstig verhalten habe und auch wenn ich im System nicht so funktioniere, ich entscheide mich, mich als Gesamtpaket zu lieben. Und jetzt kommt es, und ich kann natürlich bestimmte Verhaltensweisen auf ein Ziel hin verbessern. Mhm. Ich kann mich schon, das ist ja der Selbstentwickler, der sagt, die Situation ist mein Coach, ich verzage nicht am Leben, sondern die Situation ist für mich wichtig, damit ich das nächste Mal was anderes mache. Und das ist auch der Sinn. Also ich bin immer der Meinung, dass man ohne Sinn schlecht lebt. Ja. Und wenn man den Sinn hat, das ist mein Sinn ist, dass ich mich am Leben entwickeln will, so wie die Natur. Alles entwickelt sich und sprießt und irgendwann geht es wieder weg. Und dass ich einfach sage, ich benutze die wechselnden Situationen, auch meine Partner. Also nicht, ey, du Partner, du bist ein Psychopath, sondern Partner, du bist mein Coach und ich wachse an dir. Also das, wenn man das und in diesem Aspekt sieht, dass der Partner letztendlich da ist, um mich bewusst zu machen, um mir bewusst zu machen, wie ich denke, und er mir das spiegelt, dann ist das eine sehr schöne Entwicklung. Und dann ist es eben nicht so, dass man immer den anderen entwickeln will, sondern dass man seinen Partner bittet, könntest du mir helfen, mich zu entwickeln. Und der Perspektivwechsel, den Sie beschrieben haben, der bringt einem ja selbst auch was, dass man merkt, okay, es verändert sich auch meine Wahrnehmung von der Umwelt, ja, vom Partner. In dem Augenblick, wo ich nicht mehr gegen das Leben bin und nicht mehr immer ein Opfer bin und mich immer ohnmächtig fühle, bin ich ja viel souveräner, kann auch die anderen sein lassen und bin ich immer beleidigt. Und in dem Augenblick, wo ich die Verantwortung übernehme für mich, kann ich bessere Beziehungen führen. Wir haben schon jede Menge Fragen geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Sie können das selbstverständlich auch weiterhin tun, direkt an Jens Korsen. Hier zum Beispiel von Sunshine. Vielen Dank für die Frage. Was kann ich tun, um meine Beziehung auch mit Kind Nummer 2 spannend und aufrecht zu halten? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch sehr schwierig. Es hat sich ja gezeigt, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, das hat auch die Natur wohl so vorgesehen mit Brutpflege und so weiter, dass ganz, ganz viel Platz in ihrem Herzen durch das Kind eingenommen wird. Das ist häufig so, dass der Mann darunter leidet, auch vielleicht nicht immer so sagt, aber wenn er vorher 100% Aufmerksamkeit bekommen hat, bekommt er vielleicht nur noch 10%. Und beim zweiten Kind vielleicht noch 5%. Und daran kann eine Beziehung scheitern, weil die Männer sich dann zurückgesetzt fühlen, das auch irgendwo vielleicht auch nicht gut finden, dass sie die Kinder als Konkurrenz empfinden, weil die Kinder nehmen ihnen ja die Aufmerksamkeit weg. Also ich würde dieser Frau raten, also erstmal Kompliment. Ich gucke jetzt mal Sie an, Anni. Kompliment, dass Sie überhaupt schon mal sich bewusst gemacht haben, dass das eine Gefahr ist für die Beziehung. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen, wie ich es einem Ehepaar mal empfohlen habe vor vielen, vielen Jahren, dieselbe Fragen gestellt haben, dass man wirklich sich bemühen muss, mal einen Babysitter zu bekommen über die Eltern, Schwiegereltern. Das kann man schaffen, wenn man es unbedingt will. Und dass man sich vornimmt, mal 2 Tage was zu erleben, möglichst auch gemeinsame Abenteuer, also nicht nur am Strand liegen, jeder guckt in sein Handy oder ab und zu aufs Meer, sondern es kommt darauf an, dass man gemeinsames Erleben hat, manchmal sogar eher etwas Gefährliches, ne? Dass man den Bergsteigen macht und sich dann gegenseitig hilft oder dass man irgendetwas gemeinsam tut. Also dieses Paar damals, den habe ich geraten, sich in den Schlafsack zu legen, das haben die früher als Student gemacht, einen Schlafsack und ein bisschen Rotwein mit und eine Wurst und dann sich betrinken und im Schlafsack einschlafen und dann morgens um 4:30 aufwachen und dann in die Isar gehen bei uns in München und baden und allein so mal ganz alleine wieder auf sich beziehen, ich nenne das immer das Seelenband, nicht durchhängen zu lassen, sondern sich zu sehen, ja, das kann allein schon 2 Tage, kann das schon wieder helfen für ein paar Monate, dem anderen zu sagen, ich mag dich und sei mir nicht böse, wenn ich natürlich jetzt zu sehr auf die Kinder gucke,
Aber dass man sich das fast ritualisiert vornimmt, also 2-3 Monate, mal 2 Tage, gemeinsames Erleben. Das, was nicht viel bringt, ist Psychologisieren, permanent zu problematisieren. Du bist narzisstisch, du bist beziehungsgestört. Das bringt überhaupt nichts, das sind Entwertungen. Sondern nicht so viel psychologisieren, auch nicht permanent Beziehungen besprechen, sondern was gemeinsam tun. Vielen Dank. Wir haben schon die nächste Frage, die kommt von Birgit. Vielen Dank dafür. Hallo Herr Korsen, heißt es hier. Seit 20 Jahren lebe ich allein ohne Beziehung. Obwohl ich den tiefen Wunsch nach einer Partnerschaft habe, strahle ich wohl ein Nichtwollen aus. Lange schon arbeite ich an meiner Selbstliebe und komme auch alleine sehr gut klar. Und jetzt die Frage, wie knacke ich diesen Widerspruch in mir? Ja, das, ich habe mit der Zeit der Erfahrung meiner Beratung gesehen, dass Persönlichkeitsentwicklung an sich Gehirnentwicklung ist. Man hat sich auf die Dauer, hat man sich daran gewöhnt, alleine zurechtzukommen. Das könnte manchmal auch ein Notprogramm sein. Man hat dann bestimmte Rituale und dann macht man das, dann schaut man die Serie an, dann füttert man seine Katze. Ja, also man kommt schon über die Runden, aber da ist immer so eine Sehnsucht da. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen und es ist schöner, mit einem Menschen zusammenzuleben. Und es kann aber sein, dass jetzt hier die Fragestellung vielleicht mal ein paar Beziehungen erlebt hat, die nicht so gut waren. Und dann hat das Gehirn, was ja eher auf Schutz drauf ist, ihr bestimmt, am besten lass dich nicht ein, ist zu gefährlich. Und um da wieder rauszukommen, ist es eine gute Methode, dass man sich vornimmt, ohne dass man ein Ziel hat, ohne dass man jetzt nach einem Partner sucht, das ist die Hölle, das ist furchtbar, sondern dass man sich vornimmt, heute bin ich freundlich. Ich mache jetzt einen Tag Freundlichkeit. Ja? Das habe ich mit einmal gemacht, das hat fantastisch funktioniert. Er hat sich hier ein F draufgeschrieben, Freundlichkeit, und dann ist er beim Einkaufen, bei Rewe, weiß ich noch, ja, dann hat er sich vorgenommen, die Verkäuferin anzulächeln. Ja, den ganzen Tag mal kleine Komplimente zu machen, mal was zu fragen. Also ich sehe dich, ne? Ich sehe dich. Mhm. Und das kann man wirklich trainieren. Vielleicht auch nur mal einen Vormittag. Und dann kann man wieder kein Sehen. Ja? Und dann kann man sagen, so jetzt mache ich mal das Nächste, dass ich sage, ich interessiere mich für die Geschichte anderer. Und dann hört man mal einen Tag nur zu. Ach, erzählen Sie doch mal, wo war das? Ach, in der Lüneburger Heide sind Sie groß geworden, da bei den Heidschnucken. Und einfach zuhören. Einfach dem anderen einen Raum geben. Erzähl doch mal was von dir, du interessierst mich. Ja? Das Dritte könnte man sagen, heute mache ich mal auf Gelassenheit. Also wenn mir mal was passiert, mein Gott, das gehört zum Leben dazu. Das weiß ich doch. Ich kann nicht alles bestimmen. Also ich bin jetzt mal demütig und nehme das mal an, ich bin gelassen. Oder Neugier, dass man sagt, heute ist der Tag von Neugier. Ja? Heute interessiert mich was. Heute will ich neue Leute sehen. Heute will ich mal woanders hingehen. Heute will ich mal was Neues erleben. Und wenn das die Fragestellerin macht, dann kommt sie ins Leben. Ja? Dann kommt sie wieder in die Schwingung und den Austausch mit anderen Leuten. Freundlichkeit, Neugier, Zuhören, Gelassenheit. Und darüber wird sie einen Mann irgendwann kennenlernen. Aber nicht in ihrem Schneckenhaus, wo sie dann über die Straße schneckt, sozusagen, und eine andere Schnecke sie anspricht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also sich erstmal öffnen, also nicht immer die Liebe suchen, weil die meisten suchen immer die Liebe, besonders die, die etwas einsam sind, dass sie erlöst werden. Nein, das ist das Gemeine, dass der, dem es gut geht, der lernt Leute kennen. Mhm. Ja, das ist nicht so ganz gerecht, ne? Ist natürlich logisch. Ja, das ist ja was Sie generell immer wieder erwähnen und empfehlen, dieses Rausgehen aus dem Schneckenhaus. Ja, wir alle sind ja gern in dieser Schneckenbewegung und Umgebung, aber es lohnt sich, sagen Sie. Das Gehirn, also es gibt so einen schönen Satz, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles bestimmen. Ja, das Gehirn bestimmt uns, weil das Gehirn ist auf Überleben programmiert, nicht auf Glück. Und das Gehirn sagt, geh mal lieber nicht raus, könnte unlustig werden. Geh nicht raus, ist kalt. Da geh nicht hin, das kennst du nicht. Geh lieber dorthin, was du kennst, dann überlebst du. Ne? Das sind die reinen biologischen Überlebensmechanismen. Aber das ist zu wenig für uns. Wir möchten ja auch noch ein bisschen was erleben, möchten glücklich sein. Und deshalb ist es wichtig, diesen Sicherheitsmechanismus des Gehirns zu durchbrechen. Dazu braucht man eben die Selbstüberwindung.
Wenn ich mehr von etwas haben will, müsste ich durch die Angst. Das ist ein sehr schöner Satz. Wenn ich mehr von etwas haben will, müsste ich mich überwinden. Müsste ich mal in die kleine Angst gehen, mal irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht war, einen anzulächeln, auf Verdacht hin, dass der nicht zurücklächelt. Na und, ich habe ja gelächelt. Ja? Mhm. Es gibt auch so ein absichtsloses Lächeln, was ich mal probiert habe. Das wirkt, dass man einfach lächelt, ohne Absicht. Man geht durch die Straßen und plötzlich macht man so. Und das ist wirklich komisch. Das Leben verändert sich. Ja. Man öffnet sich. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache der Öffnung. Und wenn sie mich fragt, was kann ich tun, denn in ganz kleinen Schritten sich öffnen, neue Erfahrungen machen. Und aus diesen neuen Erfahrungen werde ich mutiger. Das Lächeln ist nie schlecht. Ja, ja. Ich probiere das ja, auch immer wieder. Es ist entwaffnend. Nicht? Und viele, die aber verstimmt sind und gegen das Leben und meckern, die können nicht mehr lächeln. Und dann wundern die sich, dass sie auch so schlecht behandelt werden. Mhm. Ein Mensch, der an der Ladenkasse lächelt zu der überforderten Kassiererin, mein Gott, die Arme, ja, die fühlt sich gesehen und ist dann zu mir auch nett und läuft vielleicht sogar mal hin und hilft mir dann noch den Preis zu gucken, den ich vergessen habe. Ne? Mhm. Wir lächeln hier im Webinar natürlich auch ständig und nicht nur, weil es sich um ein Fernsehstudio handelt. Vielen Dank auch an Jutta. Von ihr kommt die nächste Frage. Wie geht man damit um, wenn der Partner eine Affäre hatte und nachdem es bekannt wurde, er es sofort beendet, bereut und sich um die Beziehung sehr bemüht? Wie vergibt man, wenn man es nicht so einfach kann? Und letzte Frage, wie verhindert man, dass es in der Gegenwart immer wieder präsent ist? Ach, das ist so, ja, also das deprimiert dich immer so, diese, ja, wie man das so schön bezeichnet, diesen Seitensprung, nicht? Oder Betrug oder... Das ist jetzt vielleicht etwas zu schwierig, wenn ich es sage, aber ich meine, es sind die Begriffe, die die Probleme häufig schaffen. Also so allein das Wort Ehe. Wenn Leute zusammenleben und nicht wüssten, dass sie eine Ehe haben, würden sie toleranter. Aber das Wort Ehe ist sowas von festschraubend und jetzt musst du so sein und jetzt musst du mir treu sein und vorher durftest du vielleicht nochmal andere anschauen, aber jetzt nicht mehr. Ja, und so ist natürlich auch das Wort Betrug. Es ist einfach nur ein Wort. Das, was wirklich ist, dass der Partner mal eine andere Frau begehrt hat, was auch manchmal biologischer Trieb ist. Das heißt ja nicht, dass der andere sich sofort verliebt. Das habe ich übrigens in meiner Partnerschaftsberatung gesehen, dass Männer auch mit Frauen Sex haben können, ohne dass sie verliebt sind. Ja? Ja. Während Frauen das eher können, wenn sie verliebt sind. Und deshalb können Sie das nicht rein versetzen, dass das eher so ein triebhaftes Tun ist oder eine Selbstberäucherung. Ich bin noch der Typ. Ja? Und ich glaube, wenn man sich mit der Mechanik auch der Biologie befasst und das nicht so persönlich nimmt, dann kann man das besser in den Griff kriegen. Weil sonst nimmt man das so persönlich. Und ich glaube, eine der Dinge, die Leute bei mir lernen, ist, dass sie nichts persönlich nehmen. Wie meinen Sie das? Nichts, gar nichts? Gar nichts persönlich. Wenn einer einen anschreit und sagt, du bist eine blöde Kuh, dann nehme ich Haltung an und denke, dem geht es schlecht. Ja? Weil der hat eine Erwartung an mich, die Erwartung habe ich nicht erfüllt und jetzt bin ich eine blöde Kuh. Also könnte mir ganz warm ums Herz werden und ich könnte sagen, dem geht es ja schlecht, dass der mich blöde Kuh nennt. Ich weiß aber, dass ich keine blöde Kuh bin. Das heißt, das, was die Beziehung so stresst, ist, dass die Menschen die Sachen sehr schnell persönlich nehmen. Da kommt einer 20 Minuten zu spät, weil er mit einem Kumpel noch geredet hat und sie sagt, du liebst mich eben nicht, dein Kumpel ist so wichtiger als du. Das ist zu eng. Ja. Hat das auch was mit dem Ego zu tun, dieses persönliche Nehmen? Ja, natürlich, klar. Wenn ich sehr erfolgreich bin, wenn ich finanziell unabhängig bin, nicht reich bin, wenn ich ein tolles Hobby habe, wenn ich mich freue, dass ich lebe, dann bin ich sehr tolerant. Ja? Wenn ich also mich gut führe und wenn ich philosophisch, vielleicht sogar poetisch lebe, dann gelingt es mir, tolerant zu sein, weil ich das nicht als Verletzung sehe. Wenn ich aber mit mir unzufrieden bin, keinen guten Beruf habe, keinen Sinn im Leben habe, ja, dann will ich von einem doch endlich erlöst werden. Einer muss doch mir Glück geben. Und dann delegiere ich alles an den Partner. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und wenn ich
mein ganzes Glück vom Partner erwarte, dann nehme ich alles persönlich. Ne? Und da ist auch der Selbstentwickler gefragt, treff dich mit Freundinnen. Die Freundinnen machen meistens das, was die Liebe verspricht. Ich habe so einen netten Satz mal irgendwie gelesen, die Freundschaft hält das, was die Liebe verspricht. Ja, also dass Freunde häufig sehr viel zugewandter sind, verständnisvoller, als vielleicht der Partner, bei der sich auch schon wieder schnell persönlich beleidigt fühlt. Also wie sie damit umgeht, ist, dass sie sich mal klar macht über die Natur, über das Stirb und Werde und dass sie nicht in die Falle fällt, ihren Mann jetzt damit zu manipulieren. Du hast mich mal betrogen, oh Gott, du Böser, und jetzt musst du büßen und jetzt musst du immer das tun, was ich will. Dann wird er sich irgendwann von ihr trennen, weil keiner Lust hat, immer ein Sünder zu sein. Also es ist, glaube ich, eher eine Arbeit an dem ewig Stirb und Werde, an dem Fließen, dass man auch weiß, dass es nicht immer so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und wenn man sich auf eine Beziehung einlässt, dann weiß man, dass das nicht immer alles funktionieren muss. Es ist eher eine Sache der Reife, der Persönlichkeitsreifung, wie man das in den Griff kriegt und nicht, dass der Mann sich doch jetzt wirklich mal so verhalten soll, wie ich mir das immer vorstelle. Also ruhig bleiben zusammengefasst, obwohl man eigentlich ja aktiv werden will und wütend ist. Man kann nur schreien, ich habe es mir anders vorgestellt, ich fühle mich jetzt verletzt und jetzt gibt man ein bisschen Zeit, dass ich mich wieder annähre. Man soll nicht immer wieder darüber reden, der soll sich auch nicht 50 Mal dafür entschuldigen, ja, dass man immer von oben kommt und da ist der Sünder, sondern dass man das hinnimmt als ein Zeichen von Leben und von Lebendigkeit und dass man sich auf die Gegenwart konzentriert, wiederum auf das gemeinsame Erleben, weil wenn man mit dem gemeinsames Erleben hat, Abenteuer erlebt, in die Gegenwart kommt, dann ist das nicht mehr so wichtig. Wenn man sonst nichts erlebt, das einzige intensive Gefühl, was man hat, ist, dass man sagt, du hast mich betrogen, dann weint man. Also wenn ich böse bin, kann ich sagen, das ist die einzige Intensität, die man in sein Leben bringt, dass man immer psychologisiert und den anderen irgendwie lastet. Wir haben gleich noch jede Menge weiterer Fragen, aber ich möchte noch mal auf Ihren Online-Kurs auf sinnsucher.de zurückkommen, auf den neuen, wie Beziehungen gelingen. Es gibt drei große Module, in denen Sie das, worüber wir hier auch sprechen, noch mal ganz eindeutig erklären und erarbeiten mit den Teilnehmern zusammen. Modul Nummer 1, Umgang mit der Welt und dem Leben. Modul 2, Umgang mit dir selbst. Und beim ersten Modul würde ich gerne noch was ansprechen, die glorreichen 5. Also das sind ja auch Dinge, die Sie uns an die Hand geben, die uns helfen. Was ist dabei, ist da dieses Akzeptieren auch das Wichtigste? Also Sie meinen jetzt diese 5 Schritte, wie man den anderen näher kommt. Ja. Ich habe ja noch die ungünstigen 4, das ist was anderes. Ne? Ja, also jetzt wollen Sie die glorreichen 5 hören. Genau. Ja, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich von Herrn Goodman übernommen, ein amerikanischer Psychologe, der so ein Ehelabor hat und immer so genau gesehen hat, was führt zu Zerwürfnissen oder Missverständnissen. Und der hat dann 5 Schritte empfohlen, wie man seine Beziehung lebendig hält. Und er sagt, der erste Schritt ist, dass man, wenn man mit seinem Partner redet, wirklich mit ihm redet. Also Augenkontakt. Mhm. Ich höre dir wirklich zu und du bist wichtig, was kaum einer macht. Die reden so nebenbei beim Handy gucken oder beim Fernsehen oder wenn man mal rausgeht, lässt man was fallen, sondern dass man sich vornimmt, ich gebe jetzt dem anderen meine volle Aufmerksamkeit. Also ich habe das sogar so gemacht mit meiner Frau, weil ich auch natürlich als Schlauberger und Psychologe ja häufig ungefragte Ratschläge gebe oder ungefragte Beurteilungen. Und ich mache das dann so, dass wenn sie mir was erzählt und ich könnte sofort sagen, ja, das war doch nicht gut, das hättest du besser machen müssen. Das will ja keiner hören. Ich möchte in den Arm genommen werden, wenn sie Sorgen haben und nicht beurteilt werden. Und ich mache das so, dass ich mich dann anlehne bewusst und beim Einatmen denke, sie hat recht. Das ist natürlich so, dass jeder in seinem Gehirn immer recht hat. Ja, natürlich ist das vielleicht ungünstig für ein Ziel, aber in dem Augenblick hat er recht. Also beim Einatmen, sie hat recht. Und beim Ausatmen denke ich, und ich fühle aufmerksam hin. Also ich fühle hinter die Worte. Ich gehe nicht auf die Worte ein, sondern ich fühle, was ist denn da für ein Gefühl? Und meistens ist es ja Angst oder Wut oder Trauer. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt nicht einen ungefragten Ratschlag gebe, sondern den anderen sehe, ich sehe dich wirklich, nicht immer nur mich in der Beziehung zu dir, ist natürlich eine große Chance wieder für das Seelenband da,
dass man zusammenrückt und sich geliebt fühlt. Aber wer spricht wirklich noch ganz intensiv, Augenkontakt, keine Ratschläge, keine Beurteilung, nichts einreden, nichts ausreden? Mhm. Das ist der erste Schritt. Der zweite, weil Sie mich daran erinnern, das ist an sich gut, ja, gute Ratschläge. Der zweite ist, dass man dem anderen mal einen Gefallen tut. Also das habe ich bei mir selber mal vorgenommen, das ist an sich nicht mein Job, Dinge zur Reinigung zu bringen, Wäsche zur Reinigung zu bringen. Ja? Oder mal das abzuholen oder mal zum Nachbarn zu gehen, ne? Und irgendwas ihn zu bitten. Und das mache ich dann bewusst, dass ich sage, ich nehme dir jetzt mal ab, ich gehe dahin, ich kaufe auch für dich ein, weil die Partner das wirklich als sehr liebenswert empfinden, dass einer mal was tut, was er nicht muss. Mhm. Also der kann sich in mich hineindenken, diese wirklich überforderten Mütter und vielleicht sogar noch berufstätig, furchtbar. Und dass man denen, auch wenn man das nicht muss, mal einen Gefallen tut. Ja, das ist einfach Liebe sozusagen. Ja, der dritte Schritt ist, wenn ich mich erinnere, ist, dass ich mich darauf konzentriere, die Stärken des anderen zu stärken. Meistens werden in Beziehung auf den Schwächen rumgehackt. Ja. Mein Gott, bist du schlampig. Und man nimmt sich einfach vor, die Stärke meines Partners ist, dass sie so fürsorglich ist und großes Herz hat und jeden verstehen kann und dass sie auch gern was schenkt. Mei, bist du blöd, hast du es dem wieder geschenkt. Hättest du auch behalten können, sondern dass man sagt, ich finde das so toll, wie großzügig du bist und komm mal her und so, ich finde das toll. Ja? Mhm. Also auch bei Kindern. Die Deutschen besonders gucken immer auf das, was die Kinder nicht können. Und auch wenn man eben will, dass man sich bezieht auf die Kinder, dann ist es wichtig, dass man guckt, was kann er denn? Auch wenn er nicht so sich anständig verhält, aber ich verstärke das, was er kann. Mhm. Das entwickelt ihn eher. Der vierte Punkt ist, dass ich ab und zu mal ein Geschenk mitbringe. Das macht meine Frau immer sehr gerne. Das muss ich noch lernen, aber das habe ich gelernt. Dass ich einfach mal zu Elli Seidel gehe, hier in München, und einfach mal so ein paar Pralinen mitbringe. Dann freut sie sich, dass ich den, also nicht die Pralinen, sondern dass ich an sie gedacht habe. Genau. Ne? Und einfach, das haben wir Männer irgendwie nicht so drin. Dass man einfach mal sagt, ach, jetzt bringe ich mal die Blumen mit, nicht nur am Valentinstag. Ja? Ich schenke meiner Frau mal was. Und das macht einfach gute Laune sozusagen. Und das fünfte, was Goodman vorschlägt, ist, dass man seinen Partner einfach mal so in den Arm nimmt und knuddelt und sagt, ah, ich mag dich. Also nicht Sex als Vorspiel und so, sondern einfach mal häufiger in den Arm nehmen und einfach mal sich spüren. Ja? Und das wird zu wenig gemacht. Ja? Und wenn man damit anfängt, wird der andere ja auch wieder weicher. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass in vielen Ehen das so verhärtet ist. Mhm. Also das Seelenband ist da irgendwie gerissen oder so. Und das kann man über diese fünf Schritte, kann man das gut hinkriegen. Ja. Und übrigens nimmt dann auch die Sexrate wieder zu. Ja, weil Frauen natürlich eher auch mit einem schlafen, wenn sie einen mögen. Ne? Ja, ein angenehmer Nebeneffekt. Und nicht nur, wenn, ja. wenn sie mal wieder müssen. Ja. Ja. Dazu gehört sich ja auch, was Sie in dem dritten, dem Liebesmodul in dem Videokurs auch erwähnen, das ist, dass man auch mal sich nicht nur überwindet, sondern eine Freude daran hat, mal mitzugehen in die Oper oder zum Shoppen oder zum Fußball umgekehrt. Also ja, das auch, ist dieser Satz, den ich gerne sage, den ich auch selber beherzige, mehre die Freude deines Partners, ne? Mhm. Dass man also auch mal was macht, was man nicht gerne macht. Ja? Dass wenn der Partner gerne in die Oper geht und man findet das blöd, dann geht man trotzdem mit, ja, und einfach, weil sich der Partner das wünscht, und dann macht man es ihm auch nicht kaputt, indem man sagt, also, warum singt die immer, es brennt, es brennt, es brennt, das dauert ja viel zu lange, die Feuerwehr kommt zu spät, sie sollte einfach kurz und deutlich sagen, es brennt, ja, also all dieses nicht voll dabei sein und dem Partner nicht, dass man gönnen und auch mal sich zurückhalten mit irgendwelchen Beurteilungen, einfach sagen, ich gehe jetzt hin. Also ich gehe jetzt mit meiner Frau zum Shoppen, an sich ist das nicht das Interessanteste für mich, und jetzt strenge ich mich an, zuzuhören, zuzuschauen und wirklich mit ihr mitzuschwingen und nicht die Süddeutsche zu lesen und zu sagen, ja, ist okay. Ja, also dieses mehre die Freude des anderen, auch des Kindes. Ich habe jetzt gerade einen Vater geraten, der sagt, ich kann mit dem zweijährigen Kind nicht viel anfangen. Sag ich, Sie werden es merken, auch wenn es Ihnen keinen Spaß macht. Machen Sie 10 Minuten, spielen Sie mit Ihrem Kind. Und der hat mir gesagt, nach einer Woche hat ihm das Spaß gemacht, weil er gesehen hat, wie das Kind reagiert und wie das Kind sich nach einem Monat schon verändert hat. Also er hat das Kind dann eher so wie ein Forscher angeguckt, aber immerhin.
Also sich mal die Chance geben, etwas mit dem Partner zu machen, was man an sich nicht so gerne macht, einfach seinetwegen, ist ungemein gut für gelingende Beziehungen. Wir haben wieder jede Menge Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Die nächste kommt von Claudia. Ich beobachte öfter, dass Frauen, die zu ihrem Partner nicht sehr aufmerksam und liebevoll sind, mehr geachtet werden als Frauen, die ihren Partner verwöhnen. Warum ist das so? Das ist ungerecht so. Ne? Ja, ja. Also ich mache alles für dich und du bist gar nicht dankbar. Und dann die da, die also einen halben Tag für ihre Schönheit aufgibt und nichts tut, ja, die findest du toll. Ne? Die Schlampen. Genau. Ja. Ja. Ich habe auch schon mal einer Frau im Spaß gesagt, jetzt seien Sie aber nicht die Mama, sondern legen Sie sich auf das Leopardenfell, ziehen sich ein bisschen nett an, La Perla und so, und lackieren Sie sich die Fingernägel, wer weiß, ob Sie da nicht begehrenswerter sind, als wenn Sie die Mama sind. Ne? Ja, das ist nicht so gerecht, aber das hat auch was mit im Beginn liegt das Leben zu tun, nicht? Wenn man immer so zusammen ist und die Routine, dann ist dieses Mann-Frau-Spiel, das ist ja das große Leid von allen, das nimmt dann ab. Ne? Ja. Und ich glaube, man ist, nicht nur ich glaube, das weiß ich auch, man ist attraktiver, wenn man sich immer noch mal daran erinnert, wie war ich eigentlich, wie sie mich kennengelernt hat, wie er mich kennengelernt hat. Da war ich doch viel frecher, da habe ich auch mal was geäußert, was ihm nicht gefallen hat, da habe ich dann auch keine Zeit gehabt, da bin ich mit Freundinnen weggegangen. Es ist so die Kühle sozusagen, die dann eher verehrt wird, ist ja an sich nur die, die man erobern will. Mhm. Ja? Also die Distanzierte, die gar nicht so liebevoll ist, ja, der läuft danach und ich mache alles für ihn, das könnte man doch mal lieben. Ne? Das ist eher eine Mechanik, das sollte man auch nicht zu sehr als Verletzung anschauen. Man sollte ehrlich die Mechanik erkennen und wissen, dass man immer irgendwie attraktiv sein müsste. Seelenband, stramm, nicht so. Ne? Und dass man den Mut hat, wieder die alten Freundinnen zu treffen und sagt, heute ist Mädelstag und heute musst du selber mal über die Runden kommen, geh eine Pizza essen. Ja, du bist ja vielleicht, nee, heute mache ich das. Und dass man, natürlich klar, das ist eine Binsenweisheit, dass man auch sich mal ein bisschen hübsch macht. Und gut, man muss nicht so weit gehen, was mir eine Frau erzählt hat. Die hat sich Blumen schicken lassen von einem Blumengeschäft. Und hat es reinschreiben können, es war schön oder so. Und dann hat der Mann gesagt, was war schön? Ja, entschuldige bitte, wo hast du denn die Blumen her? Ja, ich kenne die nicht, weiß ich nicht, hat mich verwechselt. Aber allein schon, gut, das ist jetzt ein kleiner Trick, aber damit will ich sagen, es ist wichtig, auch mal ein bisschen die Spannung zu erhöhen, auch mal das absichtlich zu machen, ja, damit man wieder gesehen wird. Und das ist eben so, wenn dann der Mann so eher das Kind ist und Mama macht alles, ich meine, welches Kind bedankt sich denn bei der Mama? Das nimmst du doch auch als selbstverständlich. Ja? Also deshalb mein Ratschlag, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, mal ein bisschen mehr sein eigenes Leben wieder zu leben, um wieder attraktiver zu werden. Ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber wenn man das weiß, dann kann man es in kleinen Schritten machen. Die nächste Frage kommt von Ramona. Vielen Dank. Wie gehe ich am besten mit langjährigem Kinderwunsch in der Ehe um? Wenn ich es richtig verstehe, also wünscht sich die Frage in längerer Zeit ein Kind und kriegt keins, oder? Vermutlich, ja. Ja, ich weiß, dass viele ja schon alles versuchen und bei Ärzten sind. Und ich habe das, ich erinnere mich mal an ein Ehepaar, die zu mir gekommen sind und ja, auch eine gestörte Beziehung hatten, weil sie ihm vorgeworfen hat, dass er eben unfähig ist, ein Kind zu machen. Und er hat gesagt, ja, entschuldige bitte, also ich habe ja schon mal irgendwo ein Kind gezeugt, ich weiß das genau, ja, und du hast noch keins. Und sich das so vorwerfen. Und wie ich dann den beiden geholfen habe, sich auf ihre Beziehung zu konzentrieren und nicht so defizitorientiert, na gut, ist natürlich ein großer biologischer Wunsch, aber wenn man immer denkt, mir fehlt noch was, ist man verkrampft. Mhm. Und das war fast schon tragisch, die haben dann Zwillinge adoptiert und nach einem halben Jahr sie hat Zwillinge bekommen, ja. Sie haben ein Kind adoptiert und plötzlich war sie entspannt, sie wollte kein Kind mehr, es war wieder eine gute Beziehung, sie haben sich auch konzentriert, sie hatten ein Kind adoptiert und wo der
Stress nicht mehr da war, plötzlich kam ein Kind und das hat man wohl auch gesehen, dass es nicht nur jetzt eine medizinische Sache ist, sondern dass es auch die Verkrampfung ist. Ne? Mhm. Wenn ich immer verkrampft bin und dann, ey du, wir müssen heute Sex machen, heute ist es fruchtbar, heute bin ich fruchtbar, das ist nicht viel Freude. Ne? Ja. Und wahrscheinlich, wenn man entspannt ist, also ist so ein bisschen wie Lao Tse sagt, verfolge dein Ziel, als ob du es nicht hättest. Also ich kann mir schon mal vorstellen, wie schön es ist, aber ich muss es nicht jeden Tag angehen. Ne? Wieder eine Frage, die geht diesmal direkt an Sie und die Möglichkeit, Sie zu kontaktieren von Beate. Hat Herr Korsen eine Praxis und in welcher Stadt ist diese? Kann man Einzelsitzungen bekommen? Ja, das ist ein bisschen unangenehm jetzt, wenn ich das so abschlägig beantworte. Ich hatte mal über 30 Jahre eine Praxis und jetzt bin ich eher noch Vortragender und bin auch eher in Beratung von Führungskräften und von CEOs tätig und mache keine Privatberatung mehr. Mhm. Ja. Aber deshalb ist vielleicht noch hier die Gelegenheit da, das Webinar zu machen oder mal auf meine Website zu gucken. Ich habe ja auch viele Bücher geschrieben und eine sehr gute CD über Selbstentwicklung gemacht. Also dass ich dann denke, wenn ich das den Menschen anbiete, das schreibt man mir auch, dass das dann schon hilft. Aber so für Privataudienz sozusagen bin ich nicht mehr zu haben. Ja, außer bei uns im Video, im Online-Kurs. Ja, natürlich, genau. Klar, aber da haben auch mehrere dann was davon. Ne? Genau, genau. Und vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht von Anfang an zugeguckt haben. Es gibt bei diesem neuen Online-Kurs drei Varianten. Den Basiskurs, den begleitenden Kurs und den Premium-Kurs. Und je nachdem, welchen man wählt, ist man dann auch direkt mit Ihnen im Austausch. Ja. Nächste Frage von Premdo. Dankeschön. Wie gehe ich mit Lügen in der Partnerschaft um? Also nicht erdachte Lügen heißt es hier noch, sondern erwiesene Lügen. Ach ja, ich meine, die Psychologen sagen ja, wenn man nicht lügt, können Beziehungen überhaupt nicht aufrechterhalten werden. Also die Lüge scheint, wenn sie keine schwarze Lüge ist, man unterscheidet zwischen den weißen Lügen, wie schaue ich aus, Schätzchen, blendend, wenn er sagt, du hast schon mal besser ausgeschaut, mhm. Das ist die weiße Lüge. Ja? Oder wie hat es geschmeckt? Ja, toll. Nicht? Also das ist ja auch nett, dass man nicht permanent meckert und nörgelt. Und ich glaube, die schwarze Lüge ist so eine tiefgreifendere, dass man über mehrere Jahre eine Freundin hat und das eben verneint und lügt und den anderen als Verfolgung, du hast einen Verfolgungswahn, ne, hinstellt. Ich glaube, dass man auch dort sich auf sich selbst beziehen müsste und sagt, wenn einer lügt, dann lügt er, weil er Angst hat, bestraft zu werden. Menschen würden ja gar nicht lügen, wenn irgendwelche Verhaltensweisen, die sie täten, nicht bestraft würden. Und das Gehirn sozusagen hat das gelernt, wenn ich lüge, habe ich keine Bestrafung zu befürchten. Und deshalb lügen die Leute. Mhm. Es ist, glaube ich, nicht sehr zielförderlich, wenn ich jetzt einen immer wieder erwische. Und da hast du gelogen und da hast du gelogen und da bist du ein Lügner. Wenn es einem gelingt, sich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht so abhängig vom Partner ist, dann ist es ja nicht mehr ganz so drängend, dass der wirklich transparent ist. Würde eher sagen, das Lügen gehört zur Beziehung hinzu, also die weißen Lügen sowieso. Mhm. Und es gibt auch Partner, die vielleicht mal fremdgegangen sind in einer Stadt und da sage ich auch, mein Gott, das war ein Zufallsding, das müsst ihr noch nicht mal erzählen. Das geht, ja, hast du mich betrogen? Nein. Dann würde ich sagen, mein Gott, diese eine Sache, ich glaube, lassen Sie das. Das kann so viele Weiterungen haben. Das, was ich wichtig finde, wenn einer über längere Zeit eine Beziehung hat, dann finde ich das unethisch und man bezieht sich da nicht mehr. Nicht? Also wenn dann der Ehepartner draußen ist und die beiden anderen haben eine Beziehung, mhm. Nicht? Dann finde ich es unethisch und dann sollte man vielleicht auch die Konsequenzen ziehen und sagen, ich habe keine Lust mehr mit dir zusammenzuleben. Aber dass man so 100% davon ausgeht, dass einer eigentlich anlügt, das ist übertrieben. Es geht eher darum, wenn es wirklich die Beziehung auf Dauer
ja, beschädigt. Und gerade so Seitensprünge, habe ich auch viel von Männern gehört, bedeuten denen gar nichts. Ne? Mhm. Die sagen das überhaupt nichts. Aber meine Frau dramatisiert das und deshalb lügen sie auch. Und da würde ich sagen, das ist noch eine weiße Lüge eher. Das ist noch nicht etwas, was wirklich eine Beziehung auf Dauer stören kann. Mhm. Herr Korsten, wir haben noch wenige Minuten in diesem Webinar, aber es häufen sich die Anfragen an Sie. Vielleicht deswegen die Bitte um kurze Antworten, ja, wenn okay. möglich. Dann kriegen wir noch ein paar unter. Von Nina die nächste. Vielen Dank. Was kann ich tun, wenn mein Partner nach 20 Jahren Partnerschaft durch die Geburt unseres Sohnes Bindungsangst entwickelt hat? Also der ist verheiratet. Offenbar. Und hat jetzt eine Bindungsangst zu ihr? Ja, vermute ich, genau nach der Geburt des Sohnes. Ja, das geht etwas in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe, dass das Herz sehr stark besetzt ist vom Kind. Und vielleicht kann ich das so interpretieren, dass er sich von ihr entfernt, ne? Mhm. Weil er Angst hat, sich auf sie einzulassen, weil er dann enttäuscht wird, weil sie ihm nicht gerecht werden kann, weil sie das Kind so stark im Herzen hat. Und da würde ich eher sagen, was ich vorhin gesagt habe, sich wirklich bemühen, dem Mann wieder mehr Aufmerksamkeit zu geben, gemeinsames Leben, nicht nur Kino, es muss ein bisschen mehr Abenteuer dabei sein, ein bisschen mehr was Neues erleben, damit er wieder spürt, dass er da ist und dass er wichtig ist. Das ist ein bisschen gegen die biologische Natur. Ne? Die Frau ist ja von der Biologie ganz stark überleben und Kind und Partner ist gar nicht mehr so wichtig. Und es kann, wenn ich das so nicht verstehe, kann es sein, dass die Beziehungsangst es so definiert, dass er sich zurückgezogen hat, um nicht permanent wieder enttäuscht zu werden mit seinen Annäherungen. Ja, ich habe keine Zeit und Sex, nein, danke. Und was ich vorhin gesagt habe, Schmerz ja sofort, wieder sich überwinden, mit ihm was zu tun. Und auch wenn es am Anfang Überwindung ist, wenn man das dann macht, merkt man, dass es was bringt. Ann-Kathrin schreibt uns, ich freue mich schon sehr auf ihr Online-Angebot und dann ihre Frage, wie kann ich akzeptieren, dass mein Partner kein Brot kauft, wenn er die letzte Scheibe isst oder nicht einfach mal so Blumen mitbringt, obwohl er weiß, dass ich mich freuen würde. Also da sind wir wieder bei den Blumen, vorhin haben Sie schon drüber gesprochen. Also auf der ersten musste man dem Mann etwas verzeihen, dass sein Gehirn durch Mama und durch Erziehung nicht aufgeben programmiert ist. Ne? Also besonders auch so Einzelkinder, die immer genommen haben. Ich weiß noch, meine Mutter hat immer gesagt, der ist vom Stamme Nimm. Ne? Der nimmt immer, aber gibt nicht. Ne? Das kann man sich angewöhnen, wenn man in ganz ruhiger Atmosphäre, wenn man sich gut versteht, beim Spaziergang vielleicht sogar, dass man seinen Partner mal in den Arm nimmt und sagt, du, ich habe so einen großen Wunsch, auch wenn es vielleicht ein bisschen kindisch ist, aber das brauche ich einfach für meine Seele. Könntest du mir ab und zu mal irgendwas mitbringen, was ich vorhin gesagt habe, ein Geschenk? Und ich würde ihm sogar einen Zettel schreiben. Ja, einen Zettel schreiben. Ich freue mich besonders über Pralinen, über Blumen, über ein Parfum, über Körpermilch, über das und das. Das auch, wenn es nicht so romantisch ist. Aber die Männer sind wirklich manchmal, nicht auf dieser Welle, dass man ihnen helfen muss. Und dann hat er den Zettel dabei und dann ist er beim Duty Free in Zürich. Das hat meine Frau mit mir nämlich auch so gemacht. Die hat mir einfach aufgeschrieben, weil wenn ich da rumlaufe, ich interessiere mich doch nicht für sowas. Aber da habe ich einen Zettel rausgeholt und habe gesagt, haben Sie das und das und habe ich das gekauft. Ja. Auch wenn es nicht so spontan ist. Aber auf die Dauer merke ich mehr die Marken. Und man soll ja nicht so etepetete sein und sagen, ach, wenn ich sie aufschreiben muss, dann ist es mir nichts wert. Am Anfang dem etwas grobrastigem ruhig sagen, Zettel. Und wenn er es ein paar Mal gemacht hat, macht es ihm Spaß und mir auch. Manchmal brauchen wir Männer einfach direkte Hinweise. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht immer nur sagt, ja, wenn du mir das nicht freiwillig bringst, dann liebst du mich nicht. Dann schaffen es die Männer nicht. Also da ist schon eine kleine Unterstützung wichtig. Die Zeit läuft uns leider davon, aber ich möchte nicht versäumen, nochmal auf die Rabattaktion hinzuweisen. Für die Online-Kurse von Jens Korsten erhalten Sie als Zuschauer, der heute hier mit dabei ist im Webinar, exklusiv 20%. Und das machen Sie am besten mit dem Code BEZIEHUNGEN20 in einem Wort, BEZIEHUNGEN20.
Und das bezieht sich auf alle von Jens Korsen angebotenen Kurse, die online auf sinnsucher.de zur Verfügung sind. Wir müssen leider so allmählich zum Schluss kommen, aber was mich noch interessieren würde, Sie sind ja auch über 40 Jahre verheiratet, glaube ich. Ja, ja. Wie ist das eigentlich bei Ihnen selbst, dieses Selbstentwickeln? Findet das immer noch statt? Merken Sie, es wird leichter oder schwerer oder haben Sie es gar nicht nötig vielleicht? Nein, es ist ja, wie ich vorhin erzählt habe, so bei dieser Haltung, bei dem Einatmen, jeder hat recht und ich höre aufmerksam zu, ist ja auch eine Selbstentwicklung, nicht? Und es ist schon so, dass ich die Dinge, die ich sage, auch versuche durchzubringen. Ich schaffe es nicht immer, aber darum bin ich ja, der Selbstentwickler ist ein Prozess, man schafft es ja an sich nicht, aber das Wichtige ist, dass man sich bewusst wird, dass da drüben ein Universum ist, was mit mir an sich nichts zu tun hat. Man sagt von meiner Frau, aber das ist ein Fake sozusagen, also nicht meine Frau, ja. Sondern das ist ein Universum und die hat ein eigenes Gehirn. Und ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Und unser Geheimnis einer guten Ehe, wir haben wirklich eine sehr schöne Ehe, ist so die Nähe und die Distanz. Ja? Dass meine Frau mit ihren Freundinnen weggeht, Leute trifft, die ich gar nicht kenne, dass ich Menschen treffe und dass wir dann auch vielleicht 30%, 40% zusammen machen, aber dass jeder sehr stark sein Leben auch lebt. Wenn man älter ist, sowieso noch leichter. Und diese Nähe und die Distanz, ich glaube, das ist ein Geheimtipp. Und ich glaube, viele Ehen laufen nicht mehr so gut, weil zu viel Nähe, zu viel Kinder, Kralle mhm. macht mich glücklich, du bist es. Oder zu viel Distanz, dass jeder seinen Job macht und kaum noch zu Hause ist und ein Kindermädchen vielleicht noch da ist oder die Eltern auf die Kinder aufpassen und dass man zu sehr sein Leben lebt und den anderen nicht mehr sieht. Nicht? Also der Kompromiss zwischen Nähe und Distanz ist das Beste. Vielen Dank fürs Zugucken und vielen Dank an Jens Korsen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen und eine schöne Zeit noch. Danke, tschüss. Tschüss.